3. November wurde in der Stadthalle Montabaur reichlich diskutiert. Grund dafür war eine Veranstaltung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Westerwald. Das Motto Arbeitsmarkt der Zukunft, Horrorszenario oder neue Freiheit lieferte unter den Beteiligten Diskussionen. Ganz im Sinne der Wirtschaftsförderung. Denn das Thema Digitalisierung und Optimierung kommt. Und das mit großen Schritten. Also ich glaube, dass da noch relativ viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist. Vor allen Dingen ist, glaube ich, für die Unternehmen gerade bei uns in der Region wichtig, dass sie sich nicht nervös machen lassen, dass sie im Blick behalten, was am Markt passiert und dass sie für sich abschätzen, in welchen Punkten es sinnvoll ist, den Prozess mitzugehen und in welchen Punkten es vielleicht auch sinnvoll ist, nicht ganz vorne mit dabei zu sein. Wichtig ist, glaube ich, in jedem Fall das Beobachten, was passiert. Beobachten, was passiert, tut auch Philippe Lorenz. Er beschäftigt sich mit den arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen in Deutschland unter dem Einfluss der fortschreitenden Digitalisierung. In Montabaur referierte er in einem Vortrag über den digitalen Arbeitsmarkt und beleuchtete dabei verschiedene Perspektiven, was nicht immer bei den Besuchern der Veranstaltung auf Zuspruch stieß. Da der digitale Wandel verschiedene Lebensbereiche durchdringt, auch verschiedene gesellschaftliche Bereiche durchdringt. Also die Politik wird genauso betroffen vom technologischen Wandel wie die Wirtschaft oder wie die Gesellschaft. Sie müssen eine gewisse Fähigkeit entwickeln, interdisziplinär zu denken. Und ganz besonders wichtig sind substanzielle Fähigkeiten, die sie eigentlich Anpassungsfähigkeit oder Neugier gegenüber neuen technologischen Entwicklungen. Das ist etwas, was sie wenig versuchen, das abzuwehren und abzuwenden, weil das werden sie nicht schaffen. Diese Entwicklungen kommen auf sie zu und die werden ihren Arbeitsalltag und ihren privaten Alltag bestimmen, dass sie die möglicherweise zulassen und diesen Innovationen gegenüber offen sind. Dynamik herrschte auch bei den regen Diskussionen. Dr. Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln war einer der Teilnehmer der Diskussionsrunde. Er ist sich bei einem Punkt ganz sicher. Wir müssen uns bewusst werden, die Chancen der Digitalisierung zu sehen. Und dann muss jedes einzelne Unternehmen, jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin für sich prüfen, wo es Veränderungsbedarf gibt, wo man vielleicht neue Kompetenzen benötigt, wo man neue Formen der Arbeitsorganisation benötigt, um langfristig nachhaltig erfolgreiche Geschäftsmodelle aufzusetzen. Und auch Katharina Schlag von der Wirtschaftsförderung Westerwald ist sich sicher, dass die Digitalisierung die Wirtschaft verändern wird. Also es wird Prozesse verändern, da bin ich sicher. Es wird Arbeitsweisen ändern, es wird Methodiken ändern. Ich glaube, wir können heute alle noch gar nicht absehen, in wie vielen Bereichen uns das tatsächlich beeinflussen wird. Also es wird von den Bereichen über Lernen, über Automatisierung, was heute angesprochen worden ist. Es wird Prozesssteuerung wird sich verändern, Kommunikation hat sich verändert und wird sich sicherlich auch noch weiter verändern. Also da würde ich mir manchmal auch die Glaskugel wünschen, um darauf gezielt zu antworten. Aber wie gesagt, wichtig ist, denke ich, dass man da einfach am Ball bleibt, sich den Überblick verschafft, was passiert und dann entsprechend die für einen selber sinnvollen Schritte mitgeht. Viel wurde diskutiert und debattiert. In einem waren sich alle aber zumindest einig. Die Digitalisierung wird eine enorme Veränderung bewirken. Auf Beschäftigte, Arbeitgeber und den Staat. Es bleibt also spannend.